Willkommen wieder zurück bei Mass Effect 1 mit der Boss. Gunnery Chief Ashley Williams vom 212. Haben Sie hier das Sagen, Ma'am? Sind Sie verwundet, Williams? Ein paar kleinere Schrammen und Verletzungen. Nichts Ernsthaftes. Die anderen hatten nicht so viel Glück. Wir patrouillierten gerade das Gebiet um die Ausgrabungsstätte, als sie angriffen. Wir haben noch versucht, einen Notruf abzusetzen, aber sie haben unsere komplette Kommunikation gekappt. Seitdem kämpfe ich um mein Leben. So, kann man fragen, wo ihr Einheit ist, aber können sie gegen Dinger. Was ist mit dem Rest ihres Squads passiert? Wir versuchten kehrt zu machen und zum Sender zurückzugehen, aber wir gerieten in einen Hinterhalt. Ich glaube nicht, dass noch einer der anderen... Ich glaube, ich bin als Einzige übrig. So. Machen Sie sich keine Vorwürfe, Williams. Sie hätten nichts tun können, um sie zu retten. Jawohl, Ma'am. Wir hielten unsere Stellung, solange es ging. Bis die Geth uns überwältigten. Die Geth haben den Nebel seit 200 Jahren nicht mehr verlassen. Warum sind sie jetzt hier? Sie müssen wegen des Senders hier sein. Die Grabungsstätte ist in der Nähe. Gleich hinter der Anhöhe. Er könnte noch da sein. So, die können jetzt anschließen. Bleibt sie hier. Die werden auch mitkommen, weil... Hier hat er Hauptrollen im Spiel. Der kann ich uns sagen. Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen, Williams. Jawohl, Ma'am. Es ist Zeit für eine Revanche. Los geht's. So, hier haben wir ein neues Mitglied gekriegt. Hier haben wir aber neu gekriegt. Hoppa, die Kohle. Haben wir auch ein paar Türen auch gleich. Oh, dafür Upgrade? Nee. So. Hier liegt Obia gibt. Nee, schon Upgrade. Leise Menschrüstung. Leise Nachschauen. Hat mehr Schadensschutz. Sieht glaube ich blöd aus, aber macht nichts. So. Munition Upgrade. Ja, wir haben jetzt 10 Munition. Wanderpresse, Chemie. Und gerade effektiv. Hier auch Chemie. Und so. Ja, kann man auch bei dir mal ausrüsten, auch ausrüsten, aber machen wir auch Beta. So. Die hier hat die will die einen Dunkelübergang und ja, Hochflinte. Geld mehr Bio. Ja, werfen, Geld mehr Stärke. Gehen wir mal weiter. Schauen wir mal hier noch rum. Die Leute kommen einfach in Leid. So, mal wieder schmeißen. Mal eine Schnellbaube. Thank you.
Ich glaube, wir haben sie, Commander. Das ist die Grabungsstätte. Der Sender war genau hier. Er muss bewegt worden sein. Von wem? Von einem unserer Leute oder von den Geth? Schwer zu sagen. Vielleicht wissen wir mehr, wenn wir das Forschungscamp erreichen. Glauben Sie, jemand konnte hier lebendig entkommen? Mit viel Glück. Vielleicht verstecken sie sich im Camp. Es liegt direkt auf dieser Anhöhe, die Rampe da hoch. Kleine Planänderung, Shepard. Vor Ihnen liegt ein kleiner Raumhafen. Ich will mich da mal umsehen. Ich warte dort auf Sie. Haben wir wieder drei Punkte gekriegt. Wir brauchen gar nicht. Wollen wir weggehen? Hier auch welche? Okay. Kann man verkaufen oder ja, eigentlich besser mal verkaufen, aber noch mal morgen. Ja. Offenbar hat es das Camp schwer erwischt. Ihnen angetan. Den Hax. Die ist den Hax. Hülle ist ungeschützt. Die werden von Menschen gemacht. Für den Fies. Richtig fett, viel mies von ihm. So, mit dem Gorgana nehmen wir mit, aber den haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht? Ferrari kaufen wir. Machen wir einfach mal alle mit. So, wir fahren mal mit Ausrüstung. Brauche ich mit ihm noch nicht gehen. Wir können die aber gehen. Genau, sie. Er kriegt auch jetzt zum Gewehr. Nur halt, wir können bleiben. Die Tür. Sie ist verschlossen. Ich habe Geld aufgenommen worden. Wir gehen los. Bei meinem Mund. Menschen, dem Schöpfer sei Dank. Beeilen Sie sich. Machen Sie die Tür zu, bevor Sie zurückkommen. Haben Sie keine Angst. Wir werden Sie beschützen. Danke. Aber ich denke, das wird nicht nötig sein. Es sieht aus, als wären alle weg. Sie sind Dr. Warren. Sie leiten hier die Ausgrabung. Wissen Sie, was mit dem Sender passiert ist? Er wurde heute Morgen zum Raumhafen gebracht. Manuel und ich blieben hier, um beim Abbau des Camps zu helfen. Als der Angriff begann, konnten die Marines sie lange genug zurückhalten, damit wir uns verstecken konnten. Sie gaben ihr Leben, um unseres zu retten. Niemand ist gerettet. Die Ära der Menschen ist zu Ende. Bald schon wird es nur noch Leichen und Ruinen geben. Was stimmt nicht mit Ihrem Assistenten?
Manuel hat zwar einen brillanten Verstand, aber er war schon immer ein wenig labil. Sie wissen ja, Genie und Wahnsinn sind zwei Seiten derselben Medaille. Ist es Wahnsinn, die Zukunft zu sehen? Die Zerstörung zu sehen, die auf uns zurollt? Zu verstehen, dass es keine Tränen gibt? Keine Hoffnung? Nein, ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin hier der einzig Gesunde. Nach dem Angriff gab ich ihm eine Extradosis seiner Medikamente. Weil er dann nur im Glauben Müll lauert, würde ich mal sein Ding. Sagen Sie gute Nacht, Manuel. Sie können die Wahrheit nicht zum Schweigen bringen. Meine Stimme muss gehört werden. Grundgütiger, was haben Sie getan? Das war ein wenig extrem, Commander. Sie können doch nicht einfach rumlaufen und Leuten auf den Kopf schlagen. So. Ja, gewaltig kann nicht, aber so kann er jetzt aufruhen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er etwas Unüberlegtes getan hätte. Oder etwas Gefährliches. Da haben Sie wohl recht. Bis er aufwacht, werden die Medikamente ihre Wirkung entfaltet haben. Ja. So, hier kann man vor allem wohl den Angriff nach. Was können Sie mir sonst noch über den Angriff sagen? Alles ging so schnell. In einer Sekunde sammelten wir unsere Ausrüstung zusammen. In der nächsten versteckten wir uns in dem Schuppen, weil die Geth das Camp gestürmt hatten. Wir konnten die Schlacht draußen hören. Schusswechsel, Schreie. Ich dachte, es würde nie enden. Dann herrschte plötzlich Stille. Wir saßen einfach nur da, zu verängstigt, um uns zu bewegen, bis Sie kamen. Ist Ihnen hier ein Turianer aufgefallen? Nein, tut mir leid. Wir haben den Schuppen seit dem Angriff nicht verlassen. Können Sie mir etwas über den Sender sagen? Es ist eine Art Datenmodul eines galaxisweiten Kommunikationsnetzwerks. Erstaunlich gut erhalten. Es könnte die größte wissenschaftliche Entdeckung unseres Lebens sein. Wer weiß schon, welche Geheimnisse er birgt. Wunderbare neue Technologien, bahnbrechende medizinische Fortschritte. Die Möglichkeiten sind schier endlos. Oh. Williams, bring Sie uns zum Raumhafen. Viel Glück, Commander. Eden Prime wird nie wieder wie früher sein. Saren! Das ist nicht Ihre Mission. Was machen Sie denn hier? Der Rat dachte, Sie könnten hier etwas Hilfe brauchen. Ich hatte nicht damit gerechnet, die Geth hier zu finden. Es sieht übel aus. Keine Sorge. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Boom. Mies. Was ist das da hinten? Ein Schiff. Man sehe sich nur die Größe an. Thank you.
gesichtet. Wo? Gebiet gesichert. Ich werde mit Trophel nie arbeiten. Weil ich bin kein Trophel-Typ. So, wenn wir dann hier hingehen, wo ich jetzt da aufmachen. Ups. Achtung da draußen! Wir sind unbewaffnet und kommen jetzt raus. Ist es sicher? Sind Sie weg? Sie sind jetzt in Sicherheit. Es wird niemandem was passieren. Die Dinger waren überall um den Schuppen herum. Sie hätten uns sicher irgendwann gefunden. Sie haben uns das Leben gerettet. Ich kann es immer noch nicht glauben. Als wir das Schiff sahen, dachte ich, unser letztes Stündlein hätte geschlagen. Es tauchte direkt vor dem Angriff auf. Sobald ich es gesehen hatte, wusste ich, dass es Ärger geben würde. Also nahmen wir die Beine in die Hand und rannten zu den Schuppen. Erzählen Sie mir alles, woran Sie sich während des Angriffs erinnern. Wir drei arbeiteten auf dem Feld, als das Schiff auftauchte. Wir sahen es und rannten los. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Mannschaft passiert ist. Sie waren bei der Garage. In der Nähe des Raumhafens. Genau dort, wo das Raumschiff runterkam. Keine Chance, dass die überlebt haben. Das können Sie doch gar nicht wissen. Wir haben überlebt. Wenn Sie es bis zur Garage geschafft haben, könnten Sie auch noch leben. Was können Sie mir über das Schiff erzählen, das Sie gesehen haben? Ich war zu sehr mit Laufen beschäftigt, um es mir genauer anzusehen. Ich glaube, es landete in der Nähe des Raumhafens. Erzähl Ihnen von diesem schrecklichen Lärm, Cole. Als es landete, sendete es eine Art Signal aus. Hörte sich wie der Schrei der Verdammten an. Nur, dass es aus dem eigenen Schädel kam. So, Leute. Hier gehen wir weiter und bewaffnen Mass Effect 1 und mit Cap Boss. Ciao.